Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute wieder einen Interviewgast, liebe Christina, und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Glück und ein glücklicheres Leben sprechen. Magst du dich erstmal vorstellen? Magst du kurz erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, hallo, ich bin Christina. Ich bin Happiness- und DIY-Bloggerin und bin jetzt seit ein bisschen über einem Jahr selbstständig tätig und auch noch als freiberufliche Journalistin. Ich habe ursprünglich mal Soziologie studiert und habe dann ganz lange als Chefredakteurin gearbeitet bei so einem Fachmagazin. Und dann hatte ich einen Burnout vor 2,5 Jahren, also im Sommer 2016, und habe mir eben dann so ein bisschen mein Leben umgekrempelt und habe mich dann selbstständig gemacht. Genau, und jetzt bin ich quasi als Bloggerin tätig. Super schön. Was bedeutet denn für dich persönlich Glück? Also das habe ich jetzt auch so nach meinem Burnout festgestellt. Für mich ist es halt ganz wichtig, dass ich so eine Freiheit habe, also das zu machen, was ich halt gerne machen möchte. Also und das finde ich halt auch Glück, dass man einfach die Dinge tun kann, die man gerne macht. Also das war irgendwie lange nicht so. Da habe ich halt einfach ganz viel immer von außen so angenommen und gedacht, okay, alle machen das so, ich muss das jetzt auch so machen. Und jetzt einfach so die Freiheit zu haben, erstens mal kreativ zu sein, das irgendwie hat mir auch total gefehlt, ist mir aufgefallen. Und einfach so durch die Selbstständigkeit, das ist natürlich auch Druck auf der einen Seite, also quasi, man muss natürlich jeden Monat gucken, wie das Geld herkommt, und man hat halt nicht so eine Sicherheit, aber das ist halt auch eine große Freiheit. Und also es war halt auf jeden Fall für mich jetzt das Richtige. Genau, ja, Genau. wahrscheinlich. Genau. Glück ist ja immer was sehr Individuelles, aber ich kann das total verstehen, dieses freie Arbeiten und für sich die Freiheit haben, eben die Projekte auch umsetzen zu können, die man möchte. Total. Und wenn du jetzt deine Top 3 Tipps für ein glücklicheres Leben auf 3 Sachen herunterbrechen müsstest, was wäre das? Also der erste wäre, glaube ich, so wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, dass man eben mehr auf sich selbst guckt und nicht so sehr auf die anderen. Also das klappt natürlich auch nicht immer, da ist man wahrscheinlich nie ganz von befreit, aber ich versuche das halt immer, dass ich mir halt so ein bisschen den Spruch, nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass es richtig ist. Also so ein bisschen einfach mehr bei sich bleiben und mehr seinen eigenen Weg gehen und sich weniger so von anderen beeinflussen lassen und davon unter Druck setzen lassen. Also bei mir war das halt ganz schlimm früher. Ich habe mich halt ständig mit anderen verglichen. Ich dachte halt, weiß ich nicht, ich müsste dies schon erreicht haben und das und dies müsste ich haben, weil alle anderen, und immer wenn das dann jemand hatte in meinem Freundeskreis, dann habe ich wieder gedacht, oh nein, ich bin irgendwie hinten nach und ich schneide da irgendwie schlecht ab. Und ich glaube, dieses Vergleichen macht einfach extrem unglücklich. Also deswegen mehr bei sich bleiben und einfach seinen eigenen Weg gehen und eben gucken, dass man selber glücklich ist und sich nicht so an anderen orientieren. Also das wäre auf jeden Fall der erste Tipp. Dann der zweite Tipp, was jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen im ersten zusammenhängt, alles hat seine Zeit. Das habe ich auch so gelernt, so durch mein Burnout, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin relativ relativ ungeduldig. Und halt, das nur weil man jetzt was nicht hat, heißt es nicht, dass man das irgendwie nie haben wird. Und dass man einfach sich so, dass man halt sein Leben in einem ganz eigenen Tempo läuft und dass es das alles schon werden wird, so ungefähr, wenn man einfach dem eben so ein bisschen die Zeit gibt. Also das finde ich halt auch ganz wichtig. Und der dritte Tipp wäre, glaube ich, dass man Glück nicht erzwingen kann. Also, und dass es auch so ganz wichtig ist, dass man auch mal unglücklich sein darf. Weil ich weiß nicht, ob dir Eckhart Tolle was sagt. Er ist ja auch so ein super großer spiritueller Lehrer und so. Und ich finde ihn super. Ich habe auch die Bücher von ihm gelesen und gucke auch oft so YouTube-Videos. Und er erklärt das ja immer ganz schön mit diesem Unglücklichsein, dass man ja immer, wenn man sich nicht gut fühlt, kämpft man ja ständig gegen dieses Gefühl an. Ja? Man hat ja da so einen riesen Widerstand. Und nein, ich will nicht unglücklich sein. Und dadurch verstrickt man sich immer mehr. Und dadurch geht quasi das Gefühl auch nicht weg. Aber wenn man sich einfach mal hinsetzt, wenn man einfach ein bisschen unglücklich ist und sagt, okay, dann bin ich halt jetzt einfach unglücklich. So, dann ist der Körper und wahrscheinlich der Kopf auch dann so, hä? Und dann geht es sofort wieder weg. Also es fällt mir auch immer auf, wenn ich dann echt mal so sage, okay, da bin ich halt jetzt unglücklich. Im nächsten Moment ist eigentlich das schlechte Gefühl schon wieder weg. Also und das habe ich eben auch festgestellt, dass wenn man auch mal unglücklich sein darf, eine kurze Zeit, dann geht es von alleine auch wieder weg. So. Und wenn man halt immer dieses Glück so erzwingen will und immer so auf der Suche und hinterher ist, dass es dann oft eigentlich so das Gegenteil bewirkt. Das verstehe ich total, weil man will sich ja nicht schlecht fühlen. Wir haben Ja. ja alle den Wunsch, uns gut zu fühlen, und dann will man das so wegdrücken. Also ich will jetzt nicht unglücklich sein, ich will mich jetzt gut fühlen. Aber wenn es halt da einfach da ist, genau, und gesehen werden will,
dann gibt man sich halt kurz diesem Unglücklichsein einfach mal hin. Das finde ich schön. Und ja, ich glaube, man muss sich auch frei machen. Das ist halt auch das Leben so ein bisschen. Das habe ich halt auch gelernt. Also das gehört alles dazu, ja. Und nicht immer nur Sonnenschein, sondern halt auch mal, sind halt auch mal Tage oder ein paar Stunden dabei, wo es halt nicht so läuft. Also, dass man sich halt auch nicht die Illusion macht, weil das ist auch oft so der Vergleich mit den anderen, dass man immer denkt, die anderen sind glücklicher als man selbst. Was ja auch gar nicht so ist, weil man ja auch gerade so auf Instagram immer nur diesen Schein halt sieht. Ja. Das setzt dann halt auch so unter Druck. Aber ich glaube, ja, es ist echt wichtig, dass man auch mal einfach so Gefühle mal zulässt, ja. Auch wenn die negativ sind oder... Ja, Instagram war ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das fällt mir vermehrt auf. Das halt, natürlich möchte man nur das Positive zeigen und wie schön alles ist, aber man setzt sich selbst unter Druck, weil man denkt, okay, das war jetzt aber bei mir nicht so. Ich hatte jetzt nicht so dieses entspannte, tolle Weihnachten, von dem alle anderen erzählt haben. Ja, ja. Bei mir ist halt dies oder das oder jenes passiert. Genau, schön. Ich mache seit gestern, weil 1.1. und neue Vorsätze und so, mache ich deinen Kurs. Oh. Nimm dein Glück selbst in die Hand. Und ich habe heute schon auch Tag 2 gemacht. Magst du ein bisschen was über den Kurs erzählen? Ja, gerne. Also das ist ein 20-Tage-Selbstcoaching-Programm. Und da gibt es eben Workbook, was du schon gerade gezeigt hast, das Happy Book. Und da habe ich halt so ganz viele praktische Übungen auch eingebaut, weil mir das halt super wichtig war, dass man halt auch was in der Hand hat. Also das Workbook bekommt man per Post zugeschickt, wo man wirklich mitarbeiten kann, wo man was reinschreiben kann. Dass es eben nicht alles nur online stattfindet, weil ich, das kommt vielleicht auch so ein bisschen noch mein Beruf, weil ich ja Chefredakteurin war, ich schreibe halt total gern. Ich schreibe auch gern Tagebuch. Und irgendwie habe ich jetzt auch schon von vielen, die den Kurs halt gemacht haben, auch so Feedback bekommen, dass die das halt auch echt gut finden, dass man auch mal zusätzlich noch was per Post verschickt. Und genau, also das bekommt man eben per Post. Und dann habe ich halt zu diesem Workbook noch 20 Videos, wo ich die einzelnen Tage erkläre. Also das ist quasi, man bekommt so ein breites Grundwissen auf dem Gebiet Persönlichkeitsentwicklung, bewusster und glücklicher Leben. Und genauso, der dauert eben 20 Tage mit dem Workbook. Dann gibt es noch Videos dazu. Dann verschicke ich noch so 3 kleine motivierende Postkarten. Und jetzt habe ich auch noch im neuen Jahr so Handy-Hintergründe. Also jeder Tag steht unter einem Motto. Da kann man sich halt den Handy-Hintergrund dann eben zum jeweiligen Tag auch noch immer runterladen und dann quasi als Hintergrund fürs Handy speichern. Genau, also und da geht es so ein bisschen darum, wie ja der Titel schon heißt, so, dass man halt sein Glück selbst in die Hand nimmt und dass man halt so ein bisschen was an seinem Leben ändert, damit man glücklicher und zufriedener wird. Genau. Das ist super schön. Ich mache auf jeden Fall, wenn die 20 Tage dann vorüber sind, nochmal ein Video dazu und berichte so von meinen Erfahrungen. Ich kann das wirklich unterschreiben. Es ist so schön, dieses Buch einfach in der Hand zu haben und da direkt reinschreiben zu können. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig schön. Wie bist du dazu gekommen? Also was war so die Ursprungsidee? Warum hattest du eine Idee, okay, ich möchte diesen Kurs kreieren? Also wie ich ja schon gesagt habe, hatte ich ja einen Burnout 2016 und da ging es mir echt ziemlich schlecht. Und ich kannte das auch nicht so. Also es, so Depression oder so hatte ich jetzt nie und wusste eigentlich auch gar nicht so genau, was es ist. Und ich wusste eigentlich auch nicht, wie schlecht man sich dann fühlen kann. Und da waren mir halt total viele Sachen, die ich da so gelernt und gelesen habe. Also ich habe natürlich dann angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, mich mit meinen Gefühlen, habe sämtliche Bücher gelesen, habe auch Kurse gemacht. Und ich habe ja auch Soziologie studiert, also hatte auch Nebenfach Psychologie. Also es war mir jetzt irgendwie alles nicht fremd, aber ich wusste halt einfach super viele Sachen nicht. Mhm. Und es waren halt da echt so ein paar Sachen, die mir so geholfen haben, wo ich mir dachte, das müssten eigentlich andere Leute auch wissen, ja. Weil gerade halt so mit so Widerstand gegen Gefühle und also das war bei mir auch so ein Thema, weil du natürlich, also eine Depression ist ja nicht nur, ich bin mal ein bisschen traurig, sondern da geht es dir halt richtig schlecht. Und da ist es halt noch schwieriger, das irgendwie anzunehmen. Und also da habe ich eben so ganz viel gelernt und das wollte ich halt gerne an andere weitergeben. Also und mir hat halt damals auch so, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir sagt, okay, das ist jetzt eine Phase, das ist jetzt eine Krankheit, die halt durch verschiedene Sachen entstehen kann. Bei mir kam es dann einfach durch Überlastung und das geht auch wieder weg. Und also ich hätte mich halt, ich habe da auch nach Leuten gesucht, die vielleicht auch mal einen Burnout hatten. Ich glaube, ich habe eine gefunden, die so einen Blog hatte. Und den habe ich auch gelesen und das hat mir halt total geholfen. Und dann hätte ich mir halt gewünscht, dass vielleicht jemand mal so von seinen Erfahrungen, sage ich mal, erzählt. Und also das geht jetzt auch nicht nur, ich kann jetzt mit dem Kurs keine schweren Depressionen heilen. Ich bin ja auch kein Arzt. Aber einfach so ein paar Tipps eben auch für Leute, die jetzt keinen Burnout haben, aber wie man halt einfach sein Leben so gestaltet, dass man halt einfach zufriedener ist. Ich fand es halt super, erstmal so diese Bestandsaufnahme, was glaube ich an Tag 1 war, genau diese Bestandsaufnahme, wo stehe ich denn eigentlich? Wie glücklich und zufrieden bin ich denn? Was stört mich denn eventuell?
Und um dann mit diesem Kurs, das ist so mein Ziel, so eine Grundlage zu schaffen, um dann darauf aufbauen zu können, um sich dann halt eventuell weiter mit Meditation, mit Yoga, mit Persönlichkeitsentwicklung dann zu beschäftigen. Das finde ich halt schön, um so eine Basis einfach zu schaffen. Das hat mir so gut daran gefallen. Und wie gesagt, da gibt es nochmal ein extra Video dazu. Was machst du darüber hinaus, über diesen Kurs? Was machst du darüber hinaus noch? Meinst du jetzt auf meinem Blog oder? Genau, also du hast einen Blog, hast du erzählt, und du bist auch auf Instagram sehr aktiv. Also das heißt, wenn man jetzt mal vielleicht noch ein bisschen was mehr zu dir sehen möchte, von dir hören möchte, wo kann man da noch gucken? Also eben, ich habe einen Blog, also das ist happydings.net, und da mache ich auch so Bastelprojekte ab und zu, weil ich halt auch gemerkt habe, gerade als es mir so schlecht ging, dass es halt mir total gut getan hat, sowas mit meinen Händen zu machen und irgendwie was Kreatives, um mich abzulenken irgendwie. Das bringt mich total runter und mir macht es auch super Freude, wenn man dann halt so ein Ergebnis sieht, ja, wenn man dann irgendwie was Schönes gebastelt hat und dann hat man halt so ein Ergebnis. Und also ich verschenke auch gern Sachen an andere und deswegen sind halt da super viele so Geschenktipps und Ideen zu Weihnachten und Geburtstag und Valentinstag und so. Also sowas mache ich auf dem Blog, das ist unter der Kategorie selbst machen. Und dann habe ich eben die Kategorie selbst finden und da geht es eben so um Persönlichkeitsentwicklung und Ängste, negative Gedanken. Und da ist daraus ist so ein bisschen auch mein Kurs entstanden aus diesen ganzen Artikeln. Und dann habe ich noch eine dritte Rubrik, die heißt selbst entdecken. Da stelle ich mal so Urlaubsorte oder Cafés oder sowas vor. Also das, da bin ich aber gerade so am Ausbauen erst. Also da sind jetzt, glaube ich, nicht so viele Artikel wie bei den anderen beiden Kategorien, aber... Genau, und dann habe ich auch einen YouTube-Kanal, also da habe ich auch so ein paar Bastelvideos schon hochgeladen, habe jetzt auch mal angefangen, so ein paar Videos zum Thema Selbstfinden hochzuladen. Genau, und ich glaube, ansonsten bin ich halt auf Instagram relativ aktiv, also da mache ich halt immer Stories und lade ganz viele Zitate hoch und genau, also da steigt jetzt auch so ein bisschen meine Reichweite gerade, was mich total freut und genau, also wenn man, glaube ich, wenn man mich sehen will, dann sollte man am besten wahrscheinlich auf Instagram mal gucken. Genau, das kann ich persönlich auch sehr empfehlen. Du hast halt immer so einen täglichen Impuls einfach und so, genau, es hast halt immer so dieses, bei dir kommt immer so eine positive, fröhliche Stimmung auf. Es ist so schön bunt und hell und es macht schon einfach glücklich, genau, sich deinen Instagram-Account anzugucken. Und ich werde einfach alles unten in der Infobox verlinken, wo man dich finden kann, den Blog, YouTube und Instagram. Und also auf Facebook gibt es mich jetzt auch, da gibt es mich auch schon länger, da habe ich jetzt auch ein bisschen angefangen mit den Zitaten und so, aber ich glaube, Instagram ist halt erstens so ein bisschen, weiß ich nicht, für mehr, also mehr Interaktion und alles, und wo ich auch merke, es kommt von den Leuten mehr zurück, ist halt einfach, glaube ich, so Instagram gerade und ja, und YouTube, glaube ich, da bin ich halt auch jetzt noch nicht so super aktiv, dass ich da irgendwie jede Woche ein Video hochlade, aber genau deswegen. Schön. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich bin schon gespannt auf die nächsten 18 Tage mit deinem Kurs und was ich dann so dazu berichten kann. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das neue Jahr 2019, dass alle Ziele in Erfüllung gehen, und danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Und von euch verabschiede ich mich auch. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie glücklich und zufrieden ihr gerade aktuell mit eurem Leben seid. Und wir hoffen, dass euch dieses Interview gefallen hat und sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Tschüss!